Und Herren, heute ist ein schwarzer Tag für Thüringen. Die CDU Deutschlands hat immer wieder klargemacht, dass es keine Zusammenarbeit jedweder Art mit der AfD geben kann. Das widerspricht fundamental christlich-demokratischen Werten. Die FDP hat mit dem Feuer gespielt und hat heute Thüringen politisch und unser ganzes Land in Brand gesetzt. Diese Entscheidung von heute spaltet unser ganzes Land und führt es nicht zusammen. Umso schlimmer ist, dass offensichtlich auch Abgeordnete der CDU Thüringen billigend in Kauf genommen haben, dass durch ihre Stimmabgabe ein neuer Ministerpräsident auch mit den Stimmen von Nazis wie Herrn Höcke und anderen der AfD-Fraktion in Thüringen gewählt werden konnte. Diese Wahl von heute mit den Stimmen der AfD ist keine Grundlage für eine stabile Regierung und sie ist auch keine Grundlage für bürgerliche Politik. Das will ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen. Es kann also mit der CDU keine Regierung auf Grundlage der Zustimmung der AfD geben. Das Beste für Thüringen wären Neuwahlen. Dankeschön.